Auch heute wieder herzlich willkommen. Ich bin Kuhmann an Let's Plays und Shadows of the Tomb Raider. Ich mache da mal einen Köpfler. Oder auch nicht. Ein Herausforderungsgrab. So gut. Schauen wir mal, wo wir da herkommen. Einmal da oben abgesprungen. Sehr cool. So, und da hat es Dokumente und alles. Sehr geil. Zum Glück haben wir das gefunden. Vom Kult von Kukulkan gelobt sein Leben mit dem von Yutu, einer Nachfahrin der Maya, zu verbinden. Von YouTube. Da er selbst keine Familie hat, wird Ichitaka so lange bei Yutus Eltern leben, bis sie sich ein eigenes Heim aufgebaut haben. Yutu gelobt, ihr Leben mit dem von Ichitaka zu verbinden. Sie wird ihm viele Kinder schenken, die sie im Einklang mit den Bräuchen ihrer beider Völker erziehen werden. Ja, das ist doch schon mal interessant, so am Anfang. Schauen wir mal an. Das Feuerli. Schön warm. Gut, wir schauen nicht, was wir machen können. Wir können sehr wahrscheinlich immer noch nicht viel mehr machen als gerade vor 10, 15 Minuten. Und dann laufen wir da mal weiter. Schauen, wie man da in den Tempel reinkommt. So. Dann wären wir da, kriegen wir da rauf. Das passt. Und wenn wir jetzt da nicht schon in der Nähe sind, du. So. Wieder neue Sachen da in der Gegend, das ist sehr geil. Schriftwand hat es noch zwei. In der Stadt haben wir einen Monolith freigeschaltet. Der wird uns auch wieder etwas Spannendes zeigen. Und da hinten auch nochmal eine Schriftrolle, also das Wandgemälde. Ja, ja, kommt gut, kommt gut. Immer dranbleiben, meine Damen und Herren. So. Der hat kalt, oder? Nein, Spaß beiseite. Schön fies. Also. Jetzt sind wir bei der anderen Seite. Dort hinten sind wir vorher gewesen. Das heisst, das da ist der Eingang. Aber wo ist denn da jetzt der Tempel? Aha. Den Eingang muss man freimachen. Also, gehen wir schauen, komm. Sehr spannend. Auch dass wir nichts verpassen da. Kann man ganz zuerst runter schauen. Weil ich will da nicht nochmal zurück den Laden, weil so. Einmal rum. Oh, guter Sprung da. Irgendwie sind wir falsch. Die Richtung können wir nicht, also das muss in die Richtung übergehen. Das ist zu weit. Aber wir sind einfach nicht genug weit runtergekommen. So. Ich hoffe, das stimmt. Sehr gut. Wie gut ist das gemacht? Schau dir das an. So, guter Sprung nochmal. Ja.
So. Da haben wir nichts verpasst, das ist gut. Krass, knapp, ganz knapp gewesen. So, jetzt geht's ab. Wieder Mom? Mom gefunden? Die Maya-Zwillinge Hun Batz und Hun Xuan waren die älteren Halbbrüder der deutlich berühmteren Heldenzwillinge. Vom Neid auf ihre Geschwister zerfressen, betrogen die Affenzwillinge in Fußballspielen und verdarben sie durch ihre aggressiven Taktiken. Um sich an ihnen zu rächen, lockten die Heldenzwillinge sie auf einen Baum. Einen Baum, der immer weiter wuchs, weshalb Hun Batz und Hun Xuan auf ihm gefangen waren. Die Heldenzwillinge überredeten sie daraufhin, ihre Gürtel zu benutzen, um hinunterzuklettern. Doch das war nur eine weitere List. Die Gürtel verwandelten sich in Schwänze und die älteren Zwillinge wurden zu Affen. Okay. Auch wieder spannende Saga. Quasi sagerhaft. Dafür habe ich nicht genug Platz. Okay, wir sind einfach immer voll. Egal was wir machen, immer voll. So, und da können wir wieder lesen. Drehe Spiegel 1 nach links. Folge dem Lichtstrahl zu Spiegel 2. Richte Spiegel 2 quer durch die Kammer aus. Kehre zu Spiegel 1 zurück. Das sind offenbar irgendwelche Anweisungen, allerdings kann ich den Rest nicht entziffern. Also Spiegel 1 nach links. Folge dem Lichtstrahl zum Spiegel 2. Richte den Spiegel 2 quer durch die Kammer aus. Kehre zum Spiegel 1 zurück. Okay. Das könnte noch spannend werden. Ah, das Lagerfeuer. Ich bin zur rechten Zeit angekommen. Die Kultisten waren gerade noch hier. Ja, ja, komm, das ist schon gut. Läuft, dass wir den mitgenommen haben wieder. Einmal mehr. Dann, was haben wir da noch für eins? Öl. Tücher. Sehr gut. Was sehen wir da hinten? Nicht wirklich viel. Und da unten nehme ich jetzt mal an. Kommen wir her. Ah, bin ich jetzt gespannt. Gut. Ui. So. Sind wir da also in diesem Tempel angekommen? Da hat es wirklich einen Haufen Sachen, die man lesen und machen und tun. Ich danke dir für deine Geduld, aber es geht jetzt gerade über. Nur die Würdigen können Qini Zhao anrufen. Benutzt dieses Licht, um die Schatten aus unseren Herzen und der Stadt selbst zu vertreiben. Gut. Machen wir natürlich. Dann. Was ist da? So, wieder irgend so ein Töpfchen zum Umrühren. Okay, interessant. Erstaunlich. Hier müssen Verehrungsrituale für die Sonne stattfinden. Wahnsinn. Und jetzt macht das auch Sinn, was wir vorher gelesen haben. Der nach links. Ich muss den mittleren Pavillon irgendwie absenken. Dann über zum zweiten, hat er gesagt. Tja.
Ich bin geliefert, wenn ich ins Wasser falle. Okay, gut, verstanden. Der zweite quer durch den Saal. So, oder? Also. Okay, dann können wir das sehr wahrscheinlich hindern. Das ist gar nicht so schlecht. Dort übernehmen wir dann irgendwie Kose wahrscheinlich. Oder dort hinten, hä? Jetzt kommen wir da einfach nicht weiter. Weil... studieren da, warte mal. Das ist noch schwierig. Ah, halt. Muss nochmal zurück. Weil, sonst komme ich nicht mehr zurück. Weißt du, was ich meine? Also, weil der hier tut jetzt den hier fixieren, dann müssen wir sagen, müsse ich den hier wieder da über nach links. So. Genau, schön auf der Kante gelandet. Tut mir leid, Lara. Ich hoffe, es hat dir nicht weh gemacht. Gut, jetzt bleibt er nämlich. Siehst du? Sehr gut. Jetzt müssen wir schauen, woher kommen wir mit dem. Jetzt hat sich der vorne geändert. Sehr wahrscheinlich. Wenn ich das richtig sehe. Ja, sehr gut. So, jetzt nehmen wir das da. Jetzt passt das, dann kommen wir da wieder rüber. Aha. Jetzt kommen wir einfach dort hinten. Und können ganz hinten gehen. So. Was macht er? Das kann ich nicht anstrahlen, weil das funktioniert jetzt nicht von dem Winkel her. Jetzt tue ich den da her, dass ich zurückkomme. Das macht für mich Sinn. So, warte jetzt mal. Aber die Plattform ist schon eins weiter unten, das ist schon mal gut.
So, dann gehen wir nochmal eins über. Oh. Aber so kommen wir nicht rüber. Jetzt müssen wir mal schauen, wie man das auf der anderen Seite lösen kann. Dann da hinten. Sehr gut. Da ist nichts zum Sammeln. Gut. Also jetzt haben wir da einen weiteren Eingang, wo wir reinkommen. Mit einem neuen Dokument, super. Das göttliche Kanu, das die Seelen der Maya durch die Unterwelt in den Himmel bringt, wird von zwei Göttern gesteuert. Während der alte Stachelrochenpaddler im Heck des Kanus sitzt und tagsüber seine Pflicht erfüllt, sitzt der alte Jaguarpaddler im Bug und übernimmt die Nachtschicht. Diese beiden Götter symbolisieren nicht nur Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, sondern auch das Zusammenspiel aller gleichartigen und gegensätzlichen Kräfte. Gut, hätten wir ein Dokument mehr gefunden. Jetzt schauen wir da weiter. Ah, schau da nochmal EP. Sehr gut. Da kommen wir noch nicht weiter. Aber einen Schatz hat es. Cool. Jetzt müssen wir aber zuerst noch schauen, wie wir das hier lösen. Ich muss zurück. Also ich muss etwas haben, das da einen anleuchtet. Da kann ich da jetzt schon etwas machen. Ich muss etwas haben, was das hier anleuchtet. Es ist sehr knifflig. Jetzt machen wir das wieder so. Dass wir wieder zurückkommen. Weil wenn ich jetzt einen wieder verschiebe, verändert sich alles wieder. Gehen wir da nochmal rüber. Also jetzt sind wir den da nehmen. Mm.
Und warum geht es das nicht so wie vorher? Da passiert auch nichts. Ich kann da gar nichts anderes machen. Ich komme ja immer zurück. So. Da ist jetzt schwierig. Also, lass mich mal überlegen. Meine Damen und Herren, herzliche Entschuldigung für die ganz kurze Unterbrechung da. Ganz kurz ein kleiner Notfall im IRL. So, da sind wir zurück. Und versuchen hier das Rätsel zu lösen. He? Also, das Problem ist, den können wir jetzt nicht anders drehen. Und den müssten wir dann eigentlich dort drüber drehen. Wir müssen einfach einen Weg finden, wie wir den dort hinten, nicht den in der Mitte, sondern den anderen hinten dran. Und den in der Mitte müssten wir auch noch drehen. Ach, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. So. Gehen wir nochmal rüber schauen da. So. Ganz vorsichtig. So, also jetzt sehen wir das nochmal drehen. Und zwar in die Richtung. Ach, siehst du, hier würde passen, hä? Aber wenn ich den jetzt hier habe, dann komme ich nicht rüber. Das heisst, ich müsste irgendetwas finden, um diesen hier gerade zu behalten. Das heisst, ich gehe jetzt mit dem zuerst hier rüber. Jetzt haben wir es dann, musst du schauen. Ich gehe mit dem hier rüber. Springe rüber. Oder auch nicht? Nein. Ja, wie immer erfolgreich. So, also, wir sind da und müssen eigentlich einfach nur gerade springen. So. Da rüber gehen. Sehr gut, jetzt habe ich glaube ich etwas Wichtiges herausgefunden. Jetzt nehmen wir den hier. Gehen auf den. Gehen wir nochmal zurück. So, gerade springen. Mhm. Und dann da. Und jetzt haben wir da hinten drauf da gehabt. So, warte so. So, genau. Gut. Also jetzt können wir da wieder zurückspringen. Immer die Seitenlage, ich verstehe es nicht. Liegt es am Controller oder an mir? Ich glaube eher am Controller. Gut, jetzt wenn wir das dann so machen und den nehmen. Und daher tun, dann sollten wir jetzt eigentlich ganz hinterher können springen. Die Musik ändert sich leicht. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. So, und wenn wir jetzt ganz hinter sind. Also jetzt da. Jetzt schaffen wir es, muss schauen. Weil, jetzt kommen wir mit dem letzten Spiegel. Den muss ich ja wegdrehen, also mitdrehen, das heisst ja so. Und wenn wir den so hermachen, dann müsste der Weg frei sein. Dass wir da über die Mitte. So, warte mal, das müssen wir so machen. So, da über. So. Dann da her. Jetzt schaffen wir es. Sehr gut.
dann einmal da über auf die Plattform. Da habe ich immer Angst bei so Zeug, dass ich das wieder anfange zu senken. So, einmal da her springen. Und geradeaus und nochmal einen herzhaften Sprung. So. Sehr gut haben wir an den Punkt, dass sie sich immer heben. Yes, und wir haben etwas Neues. Was kriegen wir? Ich brauche jetzt einen Weg hier raus. Hunger des Hoazin. Erhöht die Menge an natürlichen Herstellungsressourcen, die wir aus jeder Quelle kriegen. Sehr gut, sehr gut. Das heisst, jetzt müssen wir da eigentlich nur noch einen Weg herausfinden. Und das, meine lieben Leute. Ja, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Also wenn wir noch ganz kurz raus. Kommen wir gerne kurz raus. Überziehen wir mal wieder ein bisschen. Aber ich mache es gerne für dich. Und für die Lara. Oh. So. Nochmal einen Sprung. Dann da so. Und ich glaube, raus kommen wir da hin. Wenn mir das recht ist. Und ich glaube da. Et voilà. So, ein herzhafter Sprung, einmal mehr. Und da tun wir viele Schüsse. So. Et voilà. Dann haben wir da wieder so eine Löcherwand. Wieso geht das nicht? So. Ich sehe es fast nicht, Amig. So, und jetzt da wieder ein Sprung. Aha, da über. Also. Richtig Anlauf holen. Und jetzt. Entschuldigung. Hure Husten da. Geht gar nicht. So. Tempel der Sonne. Ich würde sagen, den haben wir erledigt, oder? Da hat es aber irgendwo noch so eine Karte oder so eine Wand, die wir anschauen können. Ist das echt da? Zeig mal. Gehen wir da nochmal rein. Das müsste irgendwo gerade da hinter uns sein. He? Ich sehe da nichts. Wo ist es? Kann man das jetzt nicht markieren? Ja, das müsste eigentlich schon gerade so vor uns sein da. Ist es echt da draußen? Habe ich auch nicht das Gefühl, nein, das ist immer falsch. Bin ich da hochgegangen? Ja, ich glaube, da können wir erst her. Also. Okay, oder auch nicht. Also, komm, wie es weitergeht in der nächsten Folge da. Bei Kumon Let's Plays und Shadows of the Tomb Raider. Bis bald. Ciao.